Gepanzerte Fahrzeuge, Explosionen, Dauerfeuer. Das ist die erschreckende Situation in Bachmut. Eine karge Landschaft. Laute Explosionen schneiden durch die Luft. Gepanzerte Militärfahrzeuge rollen kreuz und quer über das Schlachtfeld. Was hier früher einmal war, nicht zu erkennen. Diese Aufnahmen, die von der 110. Mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee veröffentlicht wurden, stammen aus der Nähe von Bachmut. Ukrainische Truppen stürmen russische Stellungen. Seit mehr als 6 Monaten beißt sich Russlands Söldnerarmee Wagner an der mittelgroßen Stadt Bachmut die Zähne aus. Russische Truppen haben die 70.000 Einwohnerstadt inzwischen von 3 Seiten eingekesselt, können immer wieder einzelne Erfolge verbuchen. Doch die Ukraine wehrt sich in der längsten Schlacht des Krieges. Zehntausende Soldaten verloren hier ihr Leben. Ein Ende des Sterbens auf den Schlachtfeldern in der Ukraine ist nicht in Sicht.